auf Sandwich machen, Digga. 10 von 10. Chili-Flocken auf Sandwich. Ding. Okay, Vex, ja, komm, nochmal. Hoffentlich nicht. Ja, gut. Der hat auch nur Schaden, nimm ein Schwert mit. Mehr kann er nicht dazu sagen. Schar-Clown sind tolle Dosenöffner und das Chitin hält bei Kälte schön warm. Okay. Schar-Ritter essen können. Ich denke nicht, dass man Schar-Ritter essen kann. Wir sind ein Double-Team, also die anderen beiden sind Double. Also wir haben zwei Teams. Wer, wir beide? Also ja, wir sind ein Team und unsere anderen Team jetzt sind ein Team. Ja, das ist aber nicht verkehrt grundsätzlich. Ich sag dir ehrlich, das ist gut. Ja. Außer es sind so zwei Toritos, dann kannst du es halt direkt vergessen. Na, weil. Bringt gar nichts. Geh weg. Und. Hä? Junge, wie viel Nahkampfenergie soll ich in einen Gegner reinstecken? Sagt mir das mal. Hallo. Meine Fresse. Gibt halt YouTuber, die machen so, die quälen sich dann selbst, indem die einfach so 50 Runden Gambit oder so spielen in einem Tag teilweise. Danach Alter. Hast du wirklich keine Lust mehr zu leben. Neues Format für mich. Digga, also, wer so einen Quatsch macht, der ist komplett, den kannst du einweisen. Eine Feindwelle bei den Ruinen. Na, dann bin ich dabei. Okay, der eine hat einen Big Blocker. Hat er noch abgegeben? Ja, hat er. Ja, gut. Ja, easy, easy. Hab auch einen Big Blocker. Na da. Oh nein. Alter, genau wo ich davor stehe. Genau dann spawnt der kleine Schwanz. Ich hab schon geahnt. Partikel. Die Blocker müssen verschwinden, Bruder. Feinde bei den Bäumen. Wenn jetzt einer rüberkommt, sind wir am Arsch. Big Blocker. Hallo? Ja, ich hab noch einen kleinen. Let's go, hab einen rübergeballert. Boah, da ist ein Öser. Ein Öser! Das Portal ist bereit. Schnapp dir deine Wumme. So fühlen sich die Besessenen. Genieße es. Boah, der Öser haut rein. Ein Öser ist weg. Ich hab keinen Kill geholt. Ja, egal, er noch ist nicht so dramatisch. Scheiße. Eindringling und ich hab 11 Partikel. Das, Hole fällt das ein. Zum Beispiel ist, ne. Ja, renn einfach weg. Ne, der ist hier hinten bei mir. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ah ne, okay, das war nur ein Ritter, fuck. Aber hier hinten sind noch richtig viele Partikel. Ja, der Hole hat mich geholt, er ist in der Mitte. Ja. Ich spiele auch einfach die falsche Waffe. Ich muss, ich hab ihn, aber der hat mich komplett geholt. Scheiße. Egal, egal, egal. Das wird schon noch. Hier hinten liegen so viele Partikel. Das hat wehgetan. Das Portal steht. Blick ihnen in die Augen. Dein Teammitglied geht als Eindringling auf die andere Seite. Okay, okay, okay. Wir können noch mal chillen, Jungs. Euer Kamerad wurde erledigt. Nein. Unser Kamerad wurde erledigt. Ich wüsste ja gar nicht, dass wir uns jetzt in so einer Zeitepoche befinden, dass wir Kameraden haben. Sicher. Maybe. Bisschen okay, die haben noch einen Blocker, aber wir müssen die jetzt schnell Blocker wegmachen. Dann können wir die nämlich nochmal blocken. Und in der Zeit haben wir noch einen Uhrzeitler. Ich habe noch einen Big Blocker. Also einen, ja, ich hab einen mittleren. Ja, wir haben sehr gut. Uhrzeitler. Jo. Wo kommen sie? Unten. Okay, und geh ich, ne? Oh, unten. Unten. Ja, ja. Wo ist er? Ab ihn. Digga. Okay. Sehr gut, ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab Rache genommen, das war eben der Typ, der mich anscheinend geholt hat. Ah, scheiß auf. So, Uhrzeitler kriegt folgendes. So.
Den holen wir jetzt. Mach dir mal Schaden, ich geh rüber. Oh lol, ich geh anscheinend auch nicht rüber, weil ich zu dumm bin, ins Portal reinzugehen. Gib dich der Dunkelheit hin. Zu drüben jetzt. Vernichte diese ja. Wo ist die Hexe? Da ist die Hexe. Oh, ich bin so lost! Scheiße. Sei wieder direkt tot. Ja, ich brauche eine andere Dings, die Maschinenpistole ist auch scheiße. Ah, bin fast tot. Da kommt ein Eindringling. Fuck. Egal, ich gehe auf den Eindringling. Ja, ich bin gerade tot. Wir sind gefühlt alle tot. Ja, okay, gut, der killt auch wieder ordentlich. Ja, der Hole, der ist einfach der letzte im Gegnerteam. Er wurde geholt. Sehr schön. Du musst ein bisschen mehr callen, wo die sind. Wenn du gekillt wurdest. Ja, ich bin echt schlechter Caller. Hä, woher krieg ich die? Okay. Einer ist zwar tot, aber ich bin halt auch wieder tot. Ich geh nochmal rüber. Gib dich der Dunkelheit hin. Ja, sag mal, kann da hinten jetzt mal einer den Typen wegmachen? Was ist denn hier los? What the fuck? Ey, der Hole, der ist krank! Ich schwöre, der ist sogar live! Das ist doch kacke, hier geht keiner irgendwie mal auf die Gegner oder auf die. Auf diese Markierten, Mann. Wie soll denn das funktionieren? Ja, fuck. Ja, okay. Perfekt. Digga, der hat Scharfschützengewehr, weiß ich nicht, Gatling Gun. Gatling Gun zu. Ja, Digga, der schießt so bam, 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 bam. Mit welchem Scharfschützengewehr geht? Scheiße. Okay, einer ist rübergegangen. Ja, hoffentlich macht der wenigstens mal irgendwie, also weiß ich nicht, wir brauchen halt Kills jetzt. Ja, tschüss. Warte mal gerade ganz kurz, bin sofort wieder da. Jo, alles gut. Oh Mann, ey, schade, das hätten wir eigentlich. Na. Egal. Zwei Niederlagen muss man auch mal hinnehmen. Alter, Hole, Junge, der hat 11 Hüter geholt. What the fuck? 11 Hüter. Wie hat der das gemacht? Das heißt schon wieder, ich gebe einfach Hole jetzt hier die Karte. Ehrlich gesagt, also Hole, der hat echt gecarried. Also der hat richtig gecarried in ihr Team. Das war krank. Aber der hat ja richtig abgefuckt, der kleine Pisser. Aber da kann man halt manchmal auch nichts machen, ne? Gucken wir mal Quest. Nice. Haben wir zwei wieder abgegeben. So, sorry, bin wieder da. Ja, alles gut, Bro. Gut, ich muss jetzt auf jeden Fall den Solar wieder spielen. Der ist auch maybe besser vielleicht. Könnte sein. Wie viele Runden Gambit brauchst du denn noch? Ich glaube zwei. Ich guck mal gerade nach. Genau, zwei. Zwei machen wir noch und dann gut. Schmelztiegel. Zwei. Nee, Digga, irgendwas entspanntes Schmelztiegel, da riech ich mich auch nur auf. Ja, dann lass Fort machen. Einfach so ein paar Strikes auf süß, oder? Ja, können wir machen. Ich hab irgendwie. Oder wir machen Story weiter. Dann machen wir mal was wir nicht mehr. Ja, das können wir, das ist eine gute Idee, ja. Da machen wir Story weiter. Das glaube ich, ich weiß nicht, wie spannend das auch für die Zuschauer ist, die ganze Zeit nur Gambit zu sehen dann. Also ich hab's ehrlich gesagt gar nicht in Erinnerung. Also ich kann mir vorstellen, dass das nice anzusehen ist. Aber ich denke, alles ist irgendwo cool, so, keine Ahnung. Solange ich dabei bin, geht's. Normal, genau so muss das. Ich sage diesmal gefallen, ne? Also wenn die jetzt nicht kommen, sind sie nicht drin. Wollt ihr sehen, gegen wen ihr heute Bex, leider. Kabale auf dem Feld. Wirklich, ich krieg gleich einen Ausraster. Die Rotlegion und die Loyalisten sind die einzigen Kabale im System. Okay, wir haben komplett neue Teams, aber zwei, also. Hä, lol? Hier sind einfach. Wir haben einfach. Hä, einer von uns ist eigentlich, ja, in dem gleichen Clan wie von den anderen. Das ist wild. Maybe gut, maybe schlecht. Ich glaube schlecht.
Komm, let's go. Okay, let's go. Einfach um zu nerven. Schon mal einen kleinen reingebuiert? Ja. Ja, ich habe schon 8, deswegen gehe ich auf den großen. Ja. Wir haben ein gutes Team, glaube ich. Meinst du? Ja. Mir fehlt ein Ding. Einer noch. Oh, das ist wieder. Hey, die geben irgendwie einen Fick. Deswegen, ich gebe mal noch ein paar Partikel ab. Je mehr Blocker die da haben zum Nerven, desto besser. Okay, wir haben auch einen Blocker jetzt. Die Blocker müssen verschwinden, Bruder. Feinde bei den. Hast du abgegeben? Leider nein. Ah. Das ist gar nicht gut. Ja, vor allem haben wir jetzt irgendwie 3 Blocker oder so. Artikel abgeben, hab reingebracht. Let's so, go. 3 Großen schmecken gar nicht. Haben wir jetzt einen Eindringling oder die? Ich hab's gerade nicht gehört. Wir haben keinen. Wenn wir einen haben, steht das an der Seite immer. Hochrangiges Ziel identifiziert. Mach es platt! Hochrangiges Ziel auf dem Feld. Okay. Hm, so. Go. So, so, ah ja, hier, okay. Yeah. Let's go! Jawohl, Digga, und ich hab schon wieder 15. Wir sind voll, abgeben. Hau rein, hau rein. Digga, 4 Große haben die jetzt. Wir haben den Dings. Alter, 4 Große, Junge, wir haben sehr richtig reinge hinten, reingehüstelt, Alter. Ich gehe gleich rüber mit meiner Ulti auf jeden Fall. Ja. Ich würde ja gerne rübergehen, aber bisher immer noch keine Möglichkeit. Ah, erstmal schön auf dem Uhrzeit da drauf. Normal, normal. Alter, der trägt gar keine Uhr, das ist eine Lüge. Too bad. Okay. Okay, das ist immun. Können wir bitte jetzt endlich mal hier aufgeben? Ich will einfach rüber. Er war schon lieber erst Gegner killen, bevor normal, du jetzt normal. Portal kämpfst, ne? Ich hau hier alles am Portal immer weg, die ganze Zeit. Nee, das bringt nichts. Die kommen sowieso alle immer wieder. Also so, jetzt haben wir einen Eindringling. Okay, dann hau ich den weg. Okay, der hat mich weggehauen. Raumsen in der Mitte, Vorsicht. Raketenwerfer in der Mitte. Habt ihr den? Nee. Ja, ist weg. Okay, let's go. Ich geh rüber, ich geh rüber. So fühlen sich die Besessenen. Ah. Genieße es. Ah. Hab ich den geholt? Nein! Oh Mann! Nein. Scheiße. So ein Scheiß! Oh, ich habe auch so meine Ulti gewastet. Die rennen auch dann immer weg wie kleine Mädchen. Okay, fuck, Eindringling. Den müssen wir jetzt holen. Der darf keinen Kill machen. Links ist nix. Oh, fuck. Da vorne? Okay, das ist bei mir, das ist bei mir, das ist bei mir. Ah, fuck, ich habe ein bisschen Damage gegeben, aber der hat super, pass auf. Und Raketenwerfer, yo! Und wir sammeln das Portal da, ist ein Lichtschwert. Hab ihn, er hat mich auch. Ja, okay, egal, ich geh grad rüber. Let's go, hau ihn rein.
Verbündeter macht sich zur anderen Seite auf. Komm, Mr. Laudazio, du schaffst das. Ja, einen habe ich. Let's go. Oh, die sind alle so weit weg. Ah, okay. Aber egal, einen habe ich geholt. Nice. Aber diese 6 Sekunden, bis man wiederbelebt wird, gell, die dauern Jahre. Das gegnerische Team gewinnt gleich. Ach, oh, Mann, schade. Ah, das war eine geile Runde, die war schön eng. Ja, wir hatten leider das Pech, dass wir einfach mit dem rübergehen und so, dass ich da einmal echt gechoked habe. Ich brauche eine bessere zweite. Habe ich jetzt eigentlich was? Handfeuer, Fusionsgewehr, Schrotflinte. Nee, du darfst eigentlich wirklich nur rübergehen, wenn du Maschinengewehr oder Granatwerfer hast. Irgendeine schwere Waffe halt. Ja, safe, ich habe auch Granatwerfer am Start. Hast, dann bringt's nichts. Ja, nur halt im Gegensatz zu Bogen, weil wenn ich gar nichts mehr habe und so immer noch da bin, weißt du, hatte ich auch schon, dass ich da meine Ulti schon reingeballert habe und so. Hatte ich Fusionsgewehr, komme ich in das Fusionsgewehr. Muss besser sein. Ich würde halt irgendwas mitnehmen, was auch auf Range funktioniert, ne? Also irgendwie vielleicht Scout-Gewehr oder ein Impulsgewehr. Ja, habe ich halt gar nicht dabei. Ah, scheiße. Das ist echt sehr unlucky. Aber egal. Letztes Match jetzt. Oh, Halleluja. Ich kann nicht mehr. Mir macht es ehrlicherweise sehr Spaß, muss ich sagen. Na, Digga, verlieren geht gar nicht. Ach, geht. Man muss auch mal verlieren können, um die guten Zeiten wieder wertzuschätzen. Es ist ja unnormal gottlos warm hier gerade drin, fällt mir auf. Ja, bei mir auch. Ich glaube, ich baue gleich das erste Mal die Klimaanlage auf. Ist ja unfassbar. Oh, in einer Stunde beginnt Dortmund gegen Augsburg, ey. Ich hoffe einfach nur, dass sie es verlieren. Weil warum? Dann ist der letzte Spieltag do or die für beide. Also wenn beide, also Dortmund muss gewinnen, um überhaupt zu gewinnen. Und Bayern muss auch gewinnen, damit sie es gewinnen. Also dann müssen beide gewinnen. Und das wäre so geil. Okay. Letzter Spieltag, so Finale einfach. Wäre krass. Ja, aber gut dann, ja. Das Ding ist, ich sagte, wie es ist, die Dortmunder gewinnen heute Abend und dann. Hoffentlich gewinnen die Bayern, aber ich sag dir echt, Dortmund wird daheim gegen Mainz gewinnen. Ich sehe keine Welt, wo die das verlieren. Bitte keine Wechs. Der Gefallene. Kabale. Gefallene am Horizont. LOL. Einmal Gefallene, Digga. Das wird unsere Runde, sag ich dir early. Muss werden. Ach, bitte nicht, du jinxst das schon wieder. Ich sag dir ehrlich, das wird unsere Runde jetzt. Sleepy SOS. Nameless One. Also wir haben schon mal gute Namen bei uns im Team. Besorg mir die Partikel und ich mach dich reich, Bruder. Versprochen. Hey. Digga, der hat mich so geblockt gerade. Noch nicht so einer. Ich bin schon auf dem Weg zur Kommandozentrale. Ja. Oh, ich hab direkt schon einen kleinen Blocker, den nehme ich glaube ich einmal. Den gebe ich einmal ab. Den lasse ich mal da. Irgendwie bei Gambit machen die Waffen gar keinen Schaden. Ich glaube, die Gegner sind ja nicht so stark, aber ich mache hier teilweise mit der Pistole 65 Schaden auf Körper und sonst irgendwie so 900. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass das sehr krass ist. Also, Bruder, mir gönnt hier aber auch keiner meine ein paar Dings. Also ich hau die jetzt einfach rüber. Okay, ja. Der muss schnell weg. Ist weg. Oh, geil. Jetzt aber. Ja, da irgendeiner hier hat gerade alles rein. Todes gemacht.
Jo, Digga. Hier Blocker ist doch lecker. Dein Teammitglied ist der Eindringling. Digga, ich glaube, der eine hier ist ein richtiger Geek. Der stellt auch einfach so hinter sich Portale, damit dem irgendwie ein Eingreifer nicht in den Rücken schießen kann oder so. Wurzel ist weg. Euer Verbündeter ist erwischt worden. Scheiße. Aber einen Hüter hat er mitgenommen. Ein Kill ist doch gut. Freunde sind beim Kampf an dem Anmarsch. Wir haben Blocker. Egal, nicht so schlimm. Doch, 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 wir verlieren Partikel. Nein, ich hab den einen hier so weggemacht. Oh mein Gott. Ich schwör, wir hätten gewonnen. Hier liegen so viele Partikel rum. Weil ich hab hier irgendeinen gekillt. Das war so ein Big Bubu. Ja. Aber ihr nehmt die perfekt. Ihr nehmt die. Oh mein Gott, dann war es doch nicht für die Katz. Okay, nice. Was ist er denn? Wo hat er denn hin? Jawohl, Digga. Maschinengewehr. Ein Maschinengewehr. Let's go, let's go. Los, komm, Bank voll, Bank voll, Bank voll, Bank voll. Wir haben Dings zum. Und go! Und ich geh nochmal rüber. Und let's go, geh rüber, geh rüber. Kann bitte der eine jetzt endlich mal den einen Dings abgeben? Nice. Wichtig, wichtig, wichtig. Los, komm, Mr. Laudazio, du kannst das. Let's go, das Häschen. Ja, eins. Zwei. Wow, let's go. Drei. Oh, oh. Der hat richtig schön viele Partikel. Let's go. Ah, fuck. Ich hab fast den vierten, hatte ich auch im Visier. Hat ihm schon ein paar Headshots gedrückt. Okay. Eindringling. Okay, der ist hier hinten. Okay, fuck. Super gewastet. Ja, ich hab ihn. Vier Kills, Digga. Ich werde demnächst rübergehen, wenn ich die Möglichkeit krieg. Ich habe gute Möglichkeiten. Wo sind die Jungs? Da hinten. Digga, aber irgendwie haben wir keinen Uhrzeitlerschaden, was soll denn das? Da kommt ein Eindringling. Okay, Eindringling. Ein Eindringling. Ist er wieder hier oben? Nein, okay, der ist hier hinten. Mach ihn fertig. Von wo, von wo, von wo? Ah, von da hinten. Von da hinten, von da hinten. What the fuck? Ja. Hab ich. Ich wurde aber getötet, scheiße. Ah. Wir haben jetzt gleich auch einen Uhrzeitler, wir haben langsam nicht mehr so viel Vorsprung. Ich hab Ulti, ich geh jetzt rüber. Ja, ja, okay, mach. Ah, schon wieder Gegner. Oh lol. Kommt von hier hinten? Nein, kommt er nicht, oder? Doch, kommt er. Ist weg, sehr schön. Ach, der hat schon wieder eingekillt, Leute. So, und jetzt einmal bitte auf den Chef. Noch 10 Sekunden. Einen habe ich. Sehr schön, immerhin. Ah, ich habe echt wieder gechoked. Ich muss bei diesen Angriffen einfach schnell an die Gegner wieder, kommen. Ich habe immer wieder, so Pech, ich bin immer 3 Kilometer weg. Hab ich, schon wieder. Nein! Ach man, und der konnte schon wieder einen killen. Ich habe noch nie so schnell Gegner gekillt in dieser Runde und trotzdem schafft es irgendein Vollspasti, sich immer noch schön da einzuwerfen. Ja, hat er meine Bock. Fresse. Ey, wirklich. Was für Amateure. Der Uhrzeitler ist geschwächt. Beschieß ihn mit allem, was du hast.
So, let's go. Win! Ich sag doch, es war unsere Runde. Die Scheiße. Nice, nice, nice. Und ich habe sogar noch mal eine Aufstufung, glaube ich, bekommen. Das waren ein paar wilde Runden, Dings. Ich bin jetzt Fortnite. Viel Spaß, Alpha Tina. Ist ja auch niemand mehr übrig. Alter, 40 Partikel hat der rausgehasselt. GG. Oh ja. Okay, verloren habe nur ich 4. Ich hab 7 Kills. Ach du Scheiße, 7 Kills, Bruder, das ist krass. Du hast 6 Blocker wieder rausgehauen. Alter, der Savior von denen war auch gut. 45 Kills, 45 Partikel, 7 Blocker. Der hat alles gegeben für sein Team, aber da ging gar nichts. Ja, ich glaube einfach, der Savior, also wäre da ein anderer noch gewesen, der ein bisschen was gemacht hätte, wäre schon krass gewesen. Ich geh sofort aus der Playlist raus, danke. Ja, easy, bin schon raus. So, ich würde sagen, wir fetzen einmal noch in den Turm. Ja. Und dann können wir mal überlegen, was wir nochmal machen, weil ich muss auf jeden Fall nochmal gleich pinkeln, bevor wir die neue Session starten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wäre auch gerne für eine Pause, dann kann ich was zu trinken holen und so. Easy, easy, easy. Warte, dann machen wir in... Warte, lass gerade noch die Sachen abgeben und dann fetzen wir die Pause. Ja, safe. Quests. So, was können wir hier abgeben? Einmal den und einmal den. Nice. Was wollen wir denn gleich am besten machen? Worauf hast du Bock? Du wolltest doch die Story noch fertig machen, oder? Story können wir machen. Wir können aber auch, was wir auch mal wirklich machen können, ist auf hier Dings zu grinden. Also auf, Oh, wait. Ich habe gerade eine Medaille bekommen. Wir haben es scheinbar irgendwie, gibt's wohl sowas, dass wenn du den Uhrzeitler von den, also wenn du einen Blocker rüberschickst, dann kriegen die Gegner ja Partikel abgezogen, so, ne? Ja. Und scheinbar, wenn die lange genug nicht töten, kriegst du automatisch einen Uhrzeitler. Ich habe gerade eine Medaille bekommen, dass wir einen Uhrzeitler bekommen haben, während, weil wir die Partikel quasi abgezogen haben. Ja. Okay, also, ja, nice. Mehr wollte ich dazu nicht sagen, war einfach nur lustig. Alles gut. Lass mal ein bisschen gucken, dass wir in den Season Pass ein bisschen leveln, da hätte ich Bock drauf. Können wir ja nebenbei so als Ziel machen, so. Da können wir einfach Beutezüge machen, dann. Ich glaube, schneller geht's nicht. Beutezüge sind da, glaube ich, der Weg. Warte, ich hab hier eine Sache, die will ich auf jeden Fall machen, die gibt Big EP, weil die auch Season 10 ist. Warte. Lol. Die, Dingsums. Ich muss, besiege Kämpfer mit Supers in der Widerstandsschlachtfelder-Playlist. Ja, das ist ja die wir gemacht haben für die Season-Story. Aber ja, können wir ja machen, das ist ja nicht das Thema. Ja, dann machen wir die. Weil die gibt Big EP und erlange das Vorhut-Ornament für ekliptischer Spalter. Ja, das ist halt schwierig. Da kannst du mal hier zum Zavala gehen und da mal gucken. Was ist denn das? Ist das höchst Level bei dem? Nee, das ist so eine Glefe. Und das Ornament bekommst du halt irgendwie bei Rang 16 oder so. Gut, du bist hier. Kannst du ja mal gucken bei dem. Also muss ich einfach Vorhutrang erlangen. Also irgendwo gibt's halt bei den Rangprämien eine Glefe. Ekliptischer Spalter, Glefe, Rang 16, genau. Ist die so orange? Die ist so Gold, also legendär. Ja, aber ist das das Ornament oder die Waffe? Nee, nur die Waffe. Na gut. Welches Level bist du jetzt? 9. Boah, Digga, auf gar keinen Fall schaffen wir 7 Level an einem Tag. Obwohl. Easy. Komm, wir machen gleich einfach Vorhut und dann fetzen wir alles raus. Junge, wir sind krass. Immer an uns glauben, ja. Bruder. Wir können auch, Dämmerungsstrike haben wir auch noch nicht gemacht diese Woche. Können wir auch noch machen. Dämmerungsstrike, easy, machen wir. Jetzt gebe ich erstmal den ganzen Dreck wieder ab. Okay, nicht genug Platz. Warum habe ich jetzt hier nicht genügend Platz? Alter, Junge, ist hier alles full. Ja, also Vorhut-Strikes ist halt wahrscheinlich auch relativ flott, oder? Also wir können ja erst Widerstandsschlachtfelder machen, dann Vorhut. Ja, easy, gerne. Also ich muss erstmal die ganzen Sachen hier wieder... Also den brauche ich auch echt nicht. Zack. So, den weg. Gut, also Vorhut-Dinger habe ich. Dann spielen wir gleich auch Vorhut-Strikes auf süß. Bin Vorhut einfach jetzt Prestige 2. Ich weiß gar nicht, dass es geht. Ja, immer. Geht ab, ey. Und Schmelztiegel, wo bin ich da? Du kannst übrigens, wenn du einmal deinen Schmelztiegel-Rang zurücksetzt, das müssen wir dann nächste Season machen, kriegst du eine exotische Shotgun. Hm. Ah, da bin ich auch Prestige 2. Sehr schön. Okay. Geh ich nochmal runter gerade. Noch ein Beutezüglein fertig.
Ah, zum Gambit-Dude. Wir müssen halt, ganz wichtig, du musst alle Engramme abgeben, bevor die Season vorbei ist, sonst sind die weg. Ja, easy. Ich glaube, ich gebe die sogar jetzt ab, weil ich denke, wir werden in den nächsten 2 Tagen keinen Dings mehr spielen. Ja, ich gebe die auch gerade ab. Weil ich, also vorher spielen wir Schmelztiegel, 10 Matches, weißt du, ich muss die in 7 Tagen machen, so eher machen wir das als das andere. Deswegen hauen wir die mal weg. Wieder weg. Aber ich bin auch schon wieder schön mächtige Ausrüstung und Verbesserungsprisma mitgenommen. Mächtiger Sehr Cock. geil. So, zack. Nice. Sprich mit Ada. Junge, ich mache hier irgendeine Hallo. Dings. Voll krass. Also gut. So. Rüstungssynthese, Beutezüge. Okay. Da kannst du dein Vorhut eigentlich auch mal mitnehmen, wenn wir das sowieso jetzt gleich machen. Genau, Vorhut habe ich schon dabei. Oh Leute, ich habe zu viele Waffen. Ich weiß nicht, wo die alle hin sollen. Ah, hier kann man auch bei der Verbesserungsmodule kaufen. Nice. Ach stimmt, das ist ein guter Call. Das wollte ich noch machen. Jetzt muss ich hier nur mal wieder den Vagabund finden. Ah, da. Der war gebound. Der war gebound. Boah, nur fett gefurzt. Alter, ich bin hier einfach Rang 11. Ja, krass. Das ist echt heftig. Vielleicht spiele ich heute doch noch die eine oder andere Runde Das wurde für Gambit. dich gemacht. Weil dafür kriege ich auch hier die Dings. Hier kann ich auch die Glaive holen. Ja. Ja, bei jedem von den drei, also Schmelztiegel, Gambit und Vorhut, kriegst du diese Glaive und dann bei jedem nochmal ein separates Ornament. Bei Gambit ist es dann grün, Schmelztiegel rot und so. Alter Junge, ich bekomme hier gerade einen Bums, Alter. Die Sachen werde ich schon niemals im Leben verwenden. Aber du hast sie. Junge, ich habe zwar den gleichen Helm, auch Smash. Diese Pistole. Die ist wirklich nix. So, der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Okay, das nehme ich mit. Dafür kann das weg. Alter, ich habe dreimal das gleiche Gewehr. So, zack, zack, das kann weg. Das ist weg. Oh, warte. Boah, das mache ich dann doch mal. So, 91, let's go. Immer noch 91, miese. Aber egal. Wir kommen der Sache schon näher. So, oh, ich habe noch mal eine Rangprämie. Lol. Vorsichtig damit. Noch mal? Nee, doch nicht. Okay. Fresh. So. Ja, ich hoffe, die Vorhut ballert noch heute, weil wenn wir die Vorhut noch gut durchgehastelt bekommen, dann können wir es ja schaffen mit der Glefe. Weil die Glefe, ich glaube, die könnte gut ballern. Nee, Glyph ist nicht so gut in dem Game. Echt Aber Digga, jetzt? wir gucken trotzdem. Ja, nee, Glyph ist Schrott. Glefe Schrott. Ah, Glefe, scheiße. Ich weiß gar nicht, was eine Glefe macht. Ist das ein Schwert? Ein Speer? Was ist das? Ja, das ist so ein Speer, der kann auch irgendwie auch so ein Schild machen, aber klingt geiler als es ist, ehrlich gesagt. Ja, bestimmt endlos Kacke. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und dann geht's ab in Sehr den gerne. Vorhut. Dann würde ich Let's go. sagen, bis gleich.